Da darf ich zunächst einmal, ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, Ihren eigentlichen Gastgeber hier auf die Bühne bitten, der heute zur Feierlichkeit geladen hat. Ich brauche ihn nicht vorzustellen, ich darf ihn aber herzlich begrüßen, den Vorstandsvorsitzenden der Helaba, Herrn Dr. Günther Merl. Herzlich willkommen an meiner Seite. Herr Dr. Merl, guten Abend. Gehen Sie ruhig schon mal hinter die Theke, ich schließe sofort auf. Herzlich willkommen natürlich auch der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Sparkasse, Herr Dr. Harald Quenzen. Guten Abend. Sie werden ja alle sehr nett begrüßt. Das stimmt, das gehört sich so. Und seinen aktuellen Stellvertreter, den künftigen Vorstandsvorsitzenden der Frankfurter Sparkasse, darf ich auch ganz herzlich hier in unserer Runde begrüßen, Herrn Herbert Hans Gründger. Guten Abend, Herr Gründger. So, wir haben hier eine kleine Talktheke vorbereitet. Alles ist bereit, auch ein bisschen nett dekoriert, ein bisschen auf den Abend eingestimmt. Ich darf natürlich zuerst, wie sich das gehört, Herr Dr. Merl, an Sie das Wort richten. Vor 2 Jahren haben Sie ja in Hattersheim in einer ganz ähnlichen Konstellation, einer ähnlichen Runde auch schon mal auf der Bühne gestanden. Was ist das heute für ein Gefühl, wenn man in dieses Zelt schaut und diese über 3000, das ist ja eine Wahnsinnszahl, über 3000 Mitarbeiter sieht? Ja, das Gefühl ist natürlich ein ganz tolles. Kann ich mir vorstellen, es fühlt sich auch wirklich toll an, wenn man hier oben, ja, da dürfen Sie ruhig klatschen, wenn Ihnen danach ist, selbstverständlich. Freuen wir uns auch hier oben, ganz klar. Kann man denn in wenigen Sätzen zusammenfassen, wie sich der neu formierte Konzern entwickelt hat in letzter Zeit? Ja, die Entwicklung war ausgelegt ist. Das hört sich gut an. Das war ja schon ein kleiner Ausblick auf die Zukunft, zumindest was das Thema Betriebsfest angeht. Ansonsten haben wir gerade über den heutigen Stand geredet. Mit welchem Gefühl schauen Sie in die Zukunft, Herr Dr. Merl? Ja, für die Zukunft muss ich sagen, bis begeben. Da habe ich jetzt mal an dieser Stelle keine weitere Frage. Sondern wenn wir gerade beim Thema Gefühl waren, Herr Dr. Quenzen, das ist ja heute ein ganz besonderer Tag, auch für Sie oder ganz besonders für Sie. Denn nicht jeder, ich glaube, das kann man so sagen, kann seine Verabschiedung in so einem Kreis feiern mit so vielen Gästen. Mit was für einem Gefühl sind Sie heute hierher gekommen? Ja, erstmal bin ich vollkommen überwältigt. Das kann sich sehen lassen. Lassen wir uns nochmal gemeinsam. Zustimmung, große Zustimmung, das fühlt sich immer gut an. Sie haben, wenn wir gerade noch mal zurückschauen, natürlich die Frankfurter Sparkasse auch in einer extrem schwierigen Zeit übernommen. In Ihrer Amtszeit hat sich viel verändert in der Sparkasse. Was waren dabei für Sie persönlich die entscheidenden Schritte? Ja, unserem in die Zukunft blicken. Und das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Mitarbeiter. Ich glaube, denen möchten Sie auch bestimmt noch das eine oder andere. Oder was können Sie ihnen ganz persönlich mit ans Herz legen auf Ihrem Wege in die Zukunft? Ja, da richte ich mich natürlich in erster Linie auch mal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frankfurter Sparkasse. Auch so wie sich das heute Abend anfühlt, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass das so ist. Jetzt sind Sie ja ein Mensch, Herr Dr. Quenzen, der, auch wenn Sie sehr viel Ruhe ausstrahlen mögen, auf mich jetzt, und das meine ich absolut als Kompliment, nicht so wirkt, als würde der Eintritt in den Ruhestand auch wirklich absolute Ruhe darstellen. Sie haben viel vor, oder? Ja, zum einen werde ich stärker als meiner. Noch stärker als Ihrer? Hat natürlich die Gene mit auf den Weg bekommen und Sie haben aber gerade was den festen Willen angeht, natürlich auch viel Ausdauer in körperlicher Hinsicht, was Ihre Freizeitbetätigung, das Wandern angeht. Sie haben ja schon die Schweiz quer durchwandert und jetzt steht, glaube ich, München-Venedig auch bald an. Also war auch richtig verdient. Das ist eine schöne Einladung. Ja, weil so, Sie dürfen ja gar nicht, ich darf Ihnen das mal so anreichen, Die drei dürfen ja gar nicht aufs Fest ohne unseren Blumenkranz, das geht ja gar nicht. Ich darf mal so mit einer Hand, wunderbar. Jetzt habe ich natürlich noch eine persönliche Frage, jetzt bin ich ganz neugierig. Wohin zieht es Sie denn zuerst? Sie kennen ja ein bisschen unser Programm, es war im Intranet, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Wohin werden Sie die Schritte zunächst leiten, wenn wir jetzt hier die Bühne gleich verlassen? Ja, als erstes werde ich jetzt an meinen Tisch gehen und ein Bier trinken. Ich werde an den Strand gehen, mir einen Liegestuhl nehmen und den Ruhestand abwarten. Wie schön. Jetzt bin ich aber gespannt auf Sie, Herr Gründer. Also ich werde zur Wahrsagerin gehen und mal schauen, was demnächst in den Karten ist.
Das hört sich toll an. Aber eins hätte ich jetzt fast vergessen. Wir wollen ja die Schlüssel- oder die Stafettenübergabe heute noch machen. Und die ist heute Abend heute Nacht um 12 Uhr. Also nicht, dass Sie mir zu früh nach Hause gehen. Also wir müssen die Stafettenübergabe, die muss schon, sagen wir, die müssen Sie schon alle mit dabei sein. Also wir zählen da auf Sie, das ist ein organisatorischer Hinweis, den ich eigentlich ein bisschen später machen wollte, kann ich aber gerne vorziehen. Ganz egal, was Sie in die Shuttles eingetragen haben, wenn Sie sagen, och, der Einladung folgen wir gerne, wir bleiben ein bisschen länger. Wir haben jede Menge Taxen bestellt, die lassen sich auch nachbestellen. Also wir kriegen Sie nach Hause, egal wie. Jetzt möchte ich aber ganz herzlich mit Ihnen allen anstoßen. Ich hoffe und denke, Sie haben alle etwas zu trinken. Mit unserem Aloha-Cocktail wünsche ich uns allen ein wunderschönes Fest. Darf mich bedanken für das nette Gespräch. Tropft ein wenig, aber können wir wegwischen. Dankeschön, die Herren. Alles Liebe und Gute und auf ein schönes Fest. Zum Wohl.